zeigt, was man als Schauspieler einfach für ein Handwerk kann. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Melanie Linker, ich bin professionelle Schauspielerin und Schauspieldozentin und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wenn es um die Schauspielerei geht, habt ihr bestimmt schon mal Code Reading gehört. Aber was ist das genau? Das möchte ich euch heute erklären. Wie Code Reading schon sagt, ist es ein kaltes Lesen. Was kann man sich jetzt wirklich darunter vorstellen, was ein kaltes Lesen im Endeffekt ist? Und es ist so, wie es der Name einfach sagt. Ihr lest es einfach vor und performt es dann. Ist natürlich auf der einen Art sehr, sehr cool, aber auf der anderen Art auch wieder nicht. Man hat keinerlei Vorbereitung, man hat keinen Charakter, man hat nichts. Auf der anderen Seite ist es natürlich extrem cool, denn man geht einfach rein und zeigt, was man als Schauspieler einfach für ein Handwerk kann und was man gelernt hat. Das heißt, man bekommt den Text und man improvisiert teilweise wirklich. Auch wenn es dann nicht der Text ist, der 100% niedergeschrieben ist und ihr etwas dazu dichtet oder weglasst oder sonstiges, ist es nicht schlimm. Hauptsache, ihr performt es richtig, richtig gut. Und es ist halt wie fast eine Impro. Und ich finde, da kann man ganz, ganz viel rausziehen und zeigen, was man da kann. Wenn man zu einem normalen Casting geht, wo man einen Text bekommt, den auswendig lernen muss und, kann ganz, ganz viel schief gehen. Man vergisst den Text oder der Spielpartner vergisst den Text oder. Bei einem Code Reading ist es so, es sind zwei Schauspieler da und die zwei Schauspieler performen den Text. Das heißt, einer agiert und der andere reagiert und genauso auch umgekehrt, was ich sehr, sehr toll finde, was man halt bei Impros auch gegeben hat. Und das wertet das Ganze natürlich auf. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich nicht hundertprozentig darauf vorbereiten. Aber ich finde, wenn man ein gewisses Handwerk als Schauspieler gelernt hat, ist so ein Code Reading mega cool und man kann einfach zeigen, was man kann. In Deutschland ist es ja ganz oft so, dass wenn ihr einen Text bekommt und diesen auswendig gelernt habt und zum Casting kommt, dass ihr meistens gar keinen Schauspielkollegen da stehen habt, sondern einfach der Caster oder die Casterin oder weiß ich nicht, wer da steht, hinter der Kamera steht und einfach nur den Text einliest. Für ihn ist es im Endeffekt irgendwo schon ein Code Reading, aber ihr könnt auf nichts wirklich reagieren. Und ich finde, gerade in der Schauspielerei ist es ganz, ganz wichtig zu reagieren und zu agieren. Das sind echt so ganz, ganz wichtige Komponenten, woraus ein Schauspiel überhaupt besteht. Deswegen finde ich diese Code Readings extrem cool und ich finde es echt mega schade, dass es halt in Deutschland nicht Code Readings gibt. Weil da kann man als Schauspieler natürlich zeigen, was man als Handwerk gelernt hat. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen näher bringen, was ein Code Reading ist. Lasst doch einfach mal ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Lasst ein Abo da, wenn ihr immer benachrichtigt werden wollt, wenn ich ein neues Video rausbringe. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!